Im blauen Wagen saßen Bärbel und Froni auf Mutters Couch, mit Nadeln, Twist und Stopfpilz bewaffnet, neben sich einen ansehnlichen Berg zu stopfender Strümpfe, den die Mutter ihnen anvertraut hatte. Leider kamen die beiden mit dieser unerfreulichen Arbeit nicht recht voran. Immer wieder sanken die Hände in den Schoß, weil so viel wichtigere Dinge zu besprechen waren. Sie hatten keinen Grund, Seemühlen nachzutrauen, im Gegenteil. Bob Schneider hatte ihnen verraten, dass ihr Seil im Pferdeschuppen aufgestellt werden würde, damit sie nicht aus der Übung kämen. Und was noch schöner war, sie sollten in diesem Winter Ballettunterricht bekommen. Am Nachmittag standen die Wagen wieder an ihrer alten Stelle. Auf dem Platz hinter dem Bretterzaun von Ans Neumann, Holz- und Kohlhandel ge. Und tags darauf fiel das Tor mit den schwarzen, gekreuzten Hämmern hinter Bärbel, Froni, Dodo und Lilo zu. Sie konnten es gar nicht erwarten, in die Schule zu kommen, denn was hatten sie ihren Freundinnen nicht alles zu erzählen? Ha! Ertönte es in der 8., der 7., der 5. und 3. Klasse, als die Glückspilze erschienen. Und dann hockten die Mädel und Jungen zusammen und ließen sich berichten. Dodo sprach vor allem von ihrem Hund Niki. Ihre Mitschüler stellten verwundert fest, dass eine Veränderung mit Doris Pilz vorgegangen sein musste. Sie war nicht mehr so scheu und so gedrückt, sondern berichtete frisch und lustig. Sie saß auch nicht wie früher brav in der Bank, sondern mit baumelnden Beinen auf dem Tisch und blickte in sich strahlend im Kreise um. Bob Schneiders Rat und Vorbild hatten ihre Wirkung getan. Sie war kaum wiederzuerkennen. Ja, so gefiel ihnen Doris gut. Gleich stritten die drei Mädchen darum, neben welcher von ihnen sie nun sitzen sollte. In der 3. Klasse schrien sie vor Lachen, als Lilo sich aufs Katheder stellte und die Lehrerin nachahmte, die sie in der Schule einer anderen der Städte erlebt hatte. Bärbel und Froni mussten sich bei ihren Berichten überstürzen, um vor der Stunde wenigstens das Allerwichtigste zu erzählen. Die Schulen wurden dabei gar nicht erwähnt. Der Zirkus gab Stoff genug. Und natürlich auch die unfreiwillige Segelfahrt. Bärbel sprang von der Bank und rannte nach vorn. »Ich zeige euch schnell mal Akrobatik«, rief sie. Und schon stand sie auf den Händen, lief ein paar Schritte, senkte die Fußspitzen langsam über den Kopf, bis sie in der Brücke stand, richtete sich auf und rutschte gleich darauf in den Spagat. »Prima«, riefen die Mitschüler und klatschten Beifall. Bärbel ging zur Tür, hob die Arme und dann schlug sie blitzschnell ein Rad nach dem anderen quer durch die Klasse. Zwei, drei, vier, bumm! Da prallte der Fuß gegen den Lehrerpult. Dumpf polternd rückte es weiter, kippte. Die Umstehenden sprangen schreiend zur Seite. Ein Donner folgte. Ein Klirren, die Tintenfässer zersprangen am Boden und ihr Inhalt floss zu einem malerischen blau-roten Muster zusammen. Einen Augenblick herrschte ratlose Stille, die nur von einem geflüsterten Auweia unterbrochen wurde. Dann setzte eine fieberhafte Tätigkeit an. Einige Jungen machten sich daran, das gestürzte Pult aufzurichten. Bärbel holte den Tafelschwamm, um die blaurote Pfütze aufzuwischen. Am schlechtesten war die missglückte Zirkusvorstellung dem Klassenbuch bekommen. Über seine ganze Vorderseite zog sich ein breiter, dunkelblauer Fluss, und sämtliche Blätter hatten von der Seite her etwas abgekriegt. »Was ist denn hier los?« Herr Burkhardt stand in der Tür und blickte voll Schrecken auf das Tumult. Er hatte sich etwas verspätet und fürchtete nun, in seiner Klasse wäre inzwischen ein Unglück passiert, denn gerade hatte Bärbel »Aua!« geschrien, während sie unter der Wasserleitung den Schwamm ausdrückte, in dem sich ein Glassplitter verirrt hatte. Er bohrte sich in ihre Hand und zur roten Tinte floss nun auch noch ihr Blut.
Hastig trat der Lehrer auf sie zu. »Was hast du denn gemacht?« Stotternd gestand Bärbel, dass sie doch bloß Ratschlagen vormachen wollte. Und da habe das Pult im Wege gestanden und deshalb sei es umgefallen. Herr Burkhardt atmete auf. Es war also nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Niemand war zu Schaden gekommen. Er war so erleichtert, dass er die fällige Strafpredigt fast ganz vergaß. Nachdem das Pult wieder auf seinem Platz stand und Bärbel aus der Schulapotheke Jod und ein Pflaster auf die Schnittwunde bekommen hatte, hielt Herr Burkhardt das Klassenbuch hoch und sagte vorwurfsvoll: »Seht euch das mal an. So was soll ich nun ein halbes Jahr lang anfassen. Eine schöne Visitenkarte für eure Klasse. In Zukunft zeig deine Kunststücke lieber auf dem Hof, Barbara Pilz.« Damit war der Fall erledigt. Im Grunde nämlich freute der Lehrer sich, die begabte und lustige Bärbel wieder in seiner Klasse zu haben, und er erlaubte ihr sogar in dieser Stunde von ihren Erlebnissen zu erzählen. In der Pause wurde beschlossen, am nächsten Tage eine Geldsammlung zu veranstalten. Davon sollten ein neues Klassenbuch und zwei Tintenfässer gekauft werden. Janne, daheim, hatte mit Verwunderung festgestellt, dass sie keine Spur von Traurigkeit empfand, nicht auch wieder in die Schule gehen zu können. So sehr hatte sie sich schon daran gewöhnt, zu den Erwachsenen zu gehören. Eines Tages brachte ihr der Postbote eine Karte, auf der stand: »Liebes Fräulein Marianne, Sie können sich nicht vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich Ihren Zettel vorfand mit der Nachricht, dass Sie abreisen mussten. Trotzdem ging ich gleich zu Ihrem Standplatz in der Hoffnung, dass die Abfahrt vielleicht nicht so schnell erfolgt sei. Aber er war leer. Sollte mein Weg mich einmal in Ihre Stadt führen, werde ich Sie bestimmt besuchen. Hoffentlich haben Sie mich bis dahin nicht vergessen. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Lassen Sie bitte bald von sich hören und seien Sie herzlich gegrüßt von H. 395 und Ihrem Erwin Holter.« Janne las die Karte wieder und wieder, bis sie sie auswendig konnte. Mutter Pilz steckte den Kopf zur Wagentür herein. »Mein Gott, Janne«, rief sie ärgerlich, »du hast ja noch nicht einmal die Betten gemacht, Mädel! Was stehst du denn da herum und träumst?« »Ach«, unterbrach sie sich, »ist Post gekommen? Zeig mal!« Sie nahm Janne die Karte aus der Hand, aber nach einem kurzen Blick darauf gab sie sie zurück. »Oh, Verzeihung«, sagte sie feierlich und lächelte, »die ist ja an dich. Na, leg sie gut weg und dann beeil dich, damit wir fertig werden.« Sie nickte Janne zu und ging zum Herd zurück. »Wie schnell die Kinder doch groß werden«, dachte sie. Ihr kam ein Gedanke. Eine verschließbare Briefmappe wäre nun wohl das richtige Weihnachtsgeschenk für Janne. Der blaue und der graue Wagen standen jetzt mit ihren fensterlosen Wänden dicht beieinander. Der Raum darunter war mit Stroh ausgestopft, damit von unten keine Kälte eindringen konnte. Öfchen und Herd bullerten, und so war es warm und behaglich darinnen. Dafür war es draußen umso ungemütlicher. Der Dezemberhimmel wollte beweisen, dass seine Wolken ebenso viel leisten konnten wie die des November. Einmal hatte es schon tüchtig geschneit, aber leider war die weiße Pracht nur ein paar Tage liegen geblieben. Dann hatte wieder der Regen eingesetzt und alles in Matsch verwandelt. Anfangs war Mutter Pilz ganz unglücklich über dieses Wetter. Wo sollte sie nur in den engen Räumen die vielen nassen Sachen ihrer Trabanten trocknen? Doch der gute Bob Schneider wusste Rat. Er wohnte ja drüben in dem Häuschen neben dem Pferdeschuppen. Sein Raum war fast so groß wie die beiden Wagen zusammen. So durfte jeder, der auf den Leinen im Blauen oder Grauen keinen Platz fand, nasses Zeug über seinem Ofen aufhängen.
Im Übrigen waren Regen und Schnee für Mutter Pilz sehr willkommene Bundesgenossen, denn sie sorgten dafür, dass er recht viele Schirme benutzt und auch kaputt gemacht, verloren oder neu gekauft wurden. Sie hatte jetzt die Erlaubnis, neue Schirme herzustellen. Und Frau Kreutner sorgte für die Verbindung zwischen Frau Pilz und einigen Schirmgeschäften. Kopfüber hatte sich Mutter Pilz in die Arbeit gestürzt und richtige Herzklopfen gehabt, als sie sich dran setzte, zum ersten Mal seit Jahren wieder einen neuen Schirm zu machen. Janne merkte erst jetzt, was für ein schönes Handwerk das war. Bisher hatte sie ja noch nichts anderes kennengelernt als die langweilige und mühsame Flickerei. Nun konnte sie verstehen, warum die Mutter ihre Arbeit liebte. Vorläufig durfte sie beim Zuschneiden, Säumen und Zusammensetzen der dreieckigen Schirmteile nur zugucken. Die Stoffe waren viel zu kostbar, als dass ihre ungeübten Lehrlingsfinger es wagen konnten, sie auch nur anzufassen. Dafür stand ihr nun die Kiste mit den übrig gebliebenen Resten zur Verfügung. Mit ihnen kämpfte sie Tag für Tag auf der Nähmaschine, die Mutter sich geliehen hatte. Die schräg geschnittenen, franzigen Stoffränder wollten Janne nicht den Gefallen tun, sich zu einer sauberen Naht zusammenzulegen. »Ich verstehe das nicht!« Janne ließ sich mutlos gegen die Stuhllehne sinken und betrachtete enttäuscht ihr misslungenes Werk. »Bei dir gibt's doch nicht so solche hässlichen Falten, Mutti. Du rasselst einfach drauf los und schon sieht die Nahtbild schön aus.« »Alles nur Übung«, tröstete die Mutter lächelnd. »Näh nur fleißig weiter, mein Langes, dann kriegst du's auch bald raus. Aber ich glaube, du musst jetzt einpacken und gehen.« Gleich darauf war von der Straße her der gepfiffene Anfangstakt eines Schlagers zu hören. »Was? So spät ist es?« fragte Janne erstaunt und sprang auf. »Da ist ja schon Gerda!« Mit einem Griff hatte sie ihren Kram zusammengerafft und in die Kiste geworfen. »Wiedersehen, Mutsch!« Ein flüchtiger Kuss und fort war sie. »Ich komme sofort!« rief sie von der Tür her und auf der Straße wartenden Freundin zu. Hüpfte gleich von einem Treppchen aufs andere herüber, um im grauen Wagen Mantel, Mütze und Schulmappe zu holen. Ja, sie brauchte wieder eine Schulmappe und sie saß genau wie vor einem Jahr in ihrer alten Schule im gleichen Klassenzimmer, allerdings nur einmal in der Woche am Nachmittag für 2 Stunden. Denn sie und Gerda besuchten die Volkshochschule und nahmen an dem Kursus Englisch für fortgeschrittene Teil. Die meisten der etwa 30 Hörer, die hier zusammenkamen, waren viel älter als Janne und Gerda. Sie hätten ihre Eltern, einige sogar ihre Großeltern sein können, zum Beispiel die Frau mit dem frischen, rosigen Gesicht und dem schneeweißen Haar oder der Mann mit der Brille und der Glatze, der erst alle Bänke ausprobieren musste, bis er eine fand, in die seine rundliche Figur einigermaßen hineinpasste. In der ersten Stunde meldeten sich Janne und Gerda jedes Mal mit erhobenem Zeigefinger, wenn sie etwas sagen wollten. Und sie standen auf, wenn der Kursleiter sie etwas fragte. Dann pflegte er sich höflich zu verbeugen und zu sagen, »Please, Miss Pilz, keep your seat. Bitte, Fräulein Pilz, behalten Sie Ihren Platz.« Nun hatten sie es zwar begriffen, trotzdem mussten sie sich immer wieder mit beiden Händen am Pult festklammern, um nicht doch aufzustehen. Während Janne sich bemühte, möglichst viel von der Unterhaltung zu verstehen, die meist in englischer Sprache geführt wurde, sprangen Bärbel und Froni hastig die Stufen eines alten hohen Mietshauses hinauf. Atemlos blieben sie vor einer Tür stehen. Hinter der einen Schwatzen, Juchzen und Lachen zu hören war. Wie in einer Schule. Bärbel drückte auf den Klingelknopf unter dem Schild. Katrin Altdorf, Ballettmeisterin. Frau Altdorf öffnete selbst. Klein und zierlich war sie, mit einem schmalen, blassen Gesicht und tiefschwarzem Haar, das lang und glatt bis auf die Schultern herabhing. Sie nickte den Pilzmädchen zu. »Fix, fix, wir fangen gleich an.«
Dann unterhielt sie sich weiter mit einer jungen Frau, die in der Diele stand und ein etwa 5-jähriges Mädel an der Hand hielt. Frau Altdorf beugte sich zu dem Kind hinab und legte ihm den Arm um die Schultern. »Na, du willst wirklich tanzen lernen?« Die Kleine nickte heftig. »Schön, dann komm mal mit deiner Mutti herein und guck dir heute unseren Betrieb an, damit du weißt, ob es dir bei mir überhaupt gefällt«, sagte die Tanzlehrerin und öffnete die Tür zu einem großen Raum, in dem nur ein Klavier und ein paar Hocker standen.